Finde ich schon gut. Ja, es passt mir. Passt mir im Moment. Lass mal das erstmal bauen. So. Auch direkt in die Maschinen einführen. Nee, das geht, glaube ich, nicht, Miko. Ich glaube, du musst das wirklich alles so machen. Jetzt pass auf. Wir legen vorläufig mal so ein Ding. Achso, ja, wir müssen das bauen. Wir brauchen jetzt aber auch Kupferplatten. Ich gehe mal ganz kurz spazieren und organisiere mir das mal. Ein neuer Zwerg ist in der Nähe. Dune-MCMLXXXV bleibt Sub für 9 Monate. Danke Annette Wilder 1998 für das mein Geschenk-Abo. Bester Zwerg, küssendes Gesicht. Küssendes Gesicht. Küssendes Gesicht. Tatsächlich, Dankeschön. Das Geschenk, den Geschenk-Sub von Wilder einfach mal verlängert. Danke vielmals. Oh, hier haben wir keinen Strom mehr, oder was? Oh. Warte mal kurz. Können wir das auch dual anschließen? Nee, das geht tatsächlich nicht. Aber so müsste es gehen. Okay. Okay, das können wir so. Das können wir machen. Okay, alles klar. Das freut mich, Drachenmännchen. Das freut mich. Glück auf, Zwerg Horst-Peter, grüß dich. Telluri haut auch noch einen Hype raus. Sehr schön. So muss das. So, wir haben immer noch kein Lager fertig. Wir werden jetzt gebaut gerade. Lass mal ganz kurz hier nochmal absnacken. Wir brauchen noch ein bisschen. So. Gut, dann lass uns jetzt hier mal gerade, wenn wir da eh schon gerade dran sind. Dann lass uns davon mal 10, 50 bauen, das reicht. Gut. Hier nochmal kurz was mitnehmen, damit die Energie immer schön voll bleibt. Das mit dem Öl findet man auch noch raus. Ja, reicht. Jetzt haben wir erstmal genug Energie auf Halde. So, 5 Lager, die werden wir jetzt hier oben brauchen. Dann laden wir das erstmal ein. Drachenstein, vielen Dank für deinen frischen Prime. Drachenstein haut einen Sub raus. Vielen. Uch, Moment, falsches. Falsche Shortcut. Dankeschön. So. Drachenstein, Dankeschön vielmals. So, machen wir da mal hier hin. Okay. You built a storage. Ich weiß. Which can be used to store cargo. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. Okay, jetzt lagern wir bleibt hier für 13 also Monate. Da eben diese Platten ein, die können wir auch hier wieder rausnehmen. Das ist ganz hübsch. Und dann funktioniert das hier mit der Automation auch total gut. Wir werden das noch eh noch umbauen, das ist jetzt noch nicht final, aber guck mal, wie das läuft. Schöne Sache. Ich meine, der muss jetzt auch erstmal wieder in Schwung kommen. Das Ganze läuft ja jetzt eher nicht so ganz rund. Weil der jetzt erstmal einlädt. Wir können wahrscheinlich auch mehr einladen, kann das sein? Wenn du später im Weltall unterwegs bist, nimm ausreichend Brennstoff, sonst ist Lost in Space. Ach, so weit sind wir noch nicht. Easy peasy. So, machen wir erstmal hier Vollgas. Warum ist der jetzt out of Strom? Achso, der ist wirklich out of Strom, ne? So, jetzt aber nicht mehr. Falls die mal Druck haben, nehmen wir es da weg. Gut, jetzt, wir bauen schon die Platten. Kann ich denen auch als Rezept was anderes geben? Ja, kann ich. Okay, alles klar. Wollte ich nur mal gecheckt haben. So. Deine dritte Fabrik hat keinen Ausgang. Habe ich da noch keine? Oh, da habe ich noch keine hingebaut. Guter Einwand. Guter Einwand an der Stelle. Das sollten wir auf jeden Fall lösen. So, zack, jetzt kommt hier noch mehr raus. Schöne Sache. Na, dann kann das hier schön eingesnackt werden. Super. Gut, lass uns mal ganz kurz, wenn wir hier schon mal sind, lass uns mal hier ein bisschen was nachbauen. Und hiervon brauchen wir auch noch mal ein paar. Und dann auch noch mal mindestens, ne, 5 Lager reichen erstmal. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Smelters. Smelter. Ja. Ach, guck mal hier. Netzwerk 1. Ach, warte mal, du kannst dir hier auch, glaube ich, noch mehr anschauen, ne? Irgendwie ging das doch. Hier, guck mal. Local Planet. Machen wir mal kürzer. Kann man auch weniger machen, so 5 Minuten oder so? Nee. Okay, Iron Ore.
Iron Ingot. Also das ist unsere Produktion, die wir hier gerade sehen. Power. Ah, guck mal. Die Kapazität, die Consumption Demand. Okay, alles klar. Ja, das läuft. Cool. Oh, wir haben wieder was geforscht. Schöne Sache, jetzt müssen wir nachforschen. Wir sind noch nicht durch. Ich würde sagen, wir bleiben immer so in der Ebene, wo wir uns gerade befinden. Lass uns mal hier Basic Assembling Process. Da können wir hier neue Sachen herstellen. Wenn ich draufklicke. Und danach können wir hier, das ist Forschung, so wie das aussieht. Machen wir als Q gleich hinterher. Jetzt machen wir erstmal als nächste Baustelle, kümmern wir uns da aber erstmal weiter. Und Transformers, ja, ein bisschen Factorio vielleicht noch drin. Ja, so in die Richtung würde ich es eindefinieren. Das ist schon schön. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt bauen wir hier auch wieder unsere kleinen Geräte auf. Dann machen wir hier 3 Stück, sollten reichen. Gibt es hier nochmal einen schönen Masten. Alle lieben so Masten, ja. So, und dann geht das hier lang. Und dann kommt hier die zweite Geschichte drüber. Können wir ja ein bisschen rausverlegen. Gut. Freuen wir uns alle. Und dann bauen wir hier hinten wieder ein kleines Lagerchen auf. Und dann werden wir hergehen und sagen, okay. Das dauert immer ein Schlückchen, bis die das gebaut haben, ne? Okay. So, und jetzt müssen wir denen natürlich sagen, was sie herstellen sollen. Nämlich, die sollen das hier herstellen. Copy. Warte kurz, wie geht das denn noch mit diesem Pasten? Das verstehe ich tatsächlich noch nicht. Shortcut ist das da. Macht bei mir aber nichts. Vielleicht habe ich es noch irgendwie. Vielleicht habe ich da irgendeinen Blödsinn noch. Muss man umstellen vielleicht. So, das läuft. Jetzt haben wir hier keinen Strom mehr drauf. Lass mal der Energie. Wir sind ziemlich energetisch am Limit, kann das sein? Lack of Item, okay. Gut. So, wir wollen das natürlich auch abfischen, weil wir wollen ja das Zeug auch zurückstauen. Machen wir das mal hier. Das machen wir aber diesmal nur mit einem. Ich glaube, das reicht dann auch auf Dauer. Weil wir ja gar nicht so viel brauchen, ne? Mit Shift und Klick auf ein Gebäude das kopieren. Ebenso mit Doppelklick auf dem Gebäude. In der Leiste kommst du direkt auf das Gebäude-Baumenü. Ach, cool. Das ist ja mega. Dankeschön, Taya. Vielen lieben Dank. Okay. Also hier funktioniert auch die Geschichte jetzt schon. Okay. Wir brauchen jetzt Zahnräder. Ich würde fast vorschlagen, lass uns das mit den Zahnrädern doch jetzt mal herstellen. Da haben wir ein paar. Okay. Lass uns versuchen, mal selber Zahnräder herzustellen. Was brauchen wir denn für diese Zahnräder überhaupt? So, hier brauchen wir Platten. Und dann können wir Zahnräder herstellen. Vielleicht. Mal gucken. Lass mal schauen. Wir haben die Platten. Platte ist Freund, ja. Machen wir mal so. Jetzt lassen wir mal schnell so ein Ding hinstellen. Ich will mal was testen. Kann man überhaupt die Dinger hier drin bauen? Kann man nicht. Okay. Die kann man hier nicht bauen. Wahrscheinlich brauchen wir dafür genau dieses Ding, was wir forschen wollen. Das können wir wahrscheinlich auch nicht. Also wir können hier wirklich nur Basic-Sachen machen. Okay, soweit so, Tudi. Gut, das nehmen wir mal mit, weil das brauchen wir jetzt bestimmt. Und dann lass uns Zahnräder herstellen, mal hier ein paar. Gut, und dann lass uns von den Dingern nochmal ein paar herstellen. Einfach nur, damit wir welche haben, wenn wir welche brauchen. Ja, na, das wird schon. Aber ich glaube, das ist cool. Also ich glaube, das Spiel macht richtig Bock, wenn du dann irgendwann größere Netze baust, immer umfangreichere. Das ist, glaube ich, richtig gut. Direkt eine Ware ins andere Gebäude transportieren mit den Greifern. Greifen, was? Eine Ware von einem ins andere. Weiß ich noch nicht, wie das geht. Finden wir aber raus.
Schauen unser Energienetz jetzt eigentlich aus? Oh, oh, oh. Mit der Energie-Consumption, also Capacity und Demand ist auf jeden Fall, Demand ist höher, ne? Könnte man eigentlich auch mal wieder hier ein bisschen einsteigen in die Windmühlenproduktion. So. Gleich mal wieder was weggesnackt. Dafür brauchen wir diese Dinger. Die baut man aber aus Copper-Ingots. Jetzt nochmal kurz gefragt. Kann ich die schon herstellen? Nee, auch noch nicht. Okay, alles klar. Also wir sind da tatsächlich hier noch ein bisschen arg. Die schmelzen das wirklich nur ein, ne? Tja, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nur so da geht. Das ist alles gut. Sanika, Hallöchen. Ja, gerade angefangen. Wir starten gerade rein. Wir haben noch nicht viel. Das ist alles noch sehr annehmlich. Ja. Hier unten haben wir eine kleine Produktion für Eisen. Hier oben machen wir ein bisschen Kupfer und dazwischen so ein bisschen der ganze andere Kohleplunder. Gut, dann würde ich sagen, transportieren wir das hier rüber und bauen dann hier unsere Fabrik auf, wenn die beides braucht. Ich finde, das ist eine grundsolide Einstellung. So, Forschung läuft. Und ich glaube, dann können wir das selber bauen. Und dann sollte man da vielleicht verschiedene Geschichten machen. Kira, Hallöchen! Hi! So, die Dinger, bauen wir die schon eigentlich? Nee, ne? Doch, die bauen wir, glaube ich, schon. Okay, jetzt können wir das Ding bauen. Davon sollten wir auch wirklich auch gleich mal ein paar vorrätig machen. So, machen wir hier mal auch mal gleich so 10 oder so. Das reicht dann schon. Was haben wir eigentlich hier gleich? Ach, können wir mal ein bisschen Holz verschüren. War noch irgendwas dabei? Ja, 100 davon. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Energie. Kohleplunder. Jetzt neu beim Bäcker. Na, aber hallo. So. Apropos Kohle. Das denken wir mal wieder. So. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen was vorrätig. Das ist schön. Das klappt. Unsere erste grundsätzlich erstmal unsere Erstverarbeitung läuft. Das gefällt mir. Ich mag das. Ich glaube, das kann man gut machen. Zeig mal bitte deine Sternenkarte. So. Grob. Und so schaut der Rest aus. Gucken, wo wir da hinkommen, wenn wir da reinschauen. Unreachable. Require Drive Engine 4. Na gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Habe ich nichts gesagt. So. Okay. Schauen wir mal. Ah, jetzt sogar ein bisschen noch was durchgekommen, aber das ist nicht schlimm. Mann, du musst so aufpassen. Weißt du, wie es ist mit den spitzen Sachen? Eieiei. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So. Cash. Ich finde das toll. Ja, ach, jetzt machen wir die Forschungsgeschichte. Läuft ja jetzt auch noch. Ah, diese. Was brauchen wir dafür? Die Dinger. Die brauchen. Ach, guck mal. Magneten müssen wir selber herstellen. Das ist natürlich jetzt eine andere Baustelle mit diesem Magnetis. Das heißt, wir legen jetzt hier folgendermaßen. Wir bauen das mal bis hier. Dann bauen wir hier nochmal Fabriken her. Ich glaube, mit den Schmelzern müsste es gehen. Mit denen können wir jetzt sagen, bauen Magneten. Ich weiß nicht, wie viele wir davon brauchen, aber wir werden mit Sicherheit ein Schlückchen brauchen. Hier mal ganz kurz ein bisschen was wegmachen, damit ich hier was sehe, was ich machen möchte.
Automato. Tut mir leid. So. Okay. Also, wir wollen jetzt das hier da reinbringen und das hier da reinbringen. Dann produzieren wir die Dinger nämlich von alleine. Gibt es eine Möglichkeit, die wie bei Factorio direkt vom Band zu nehmen? Gibt es da irgendeinen Knopf, den man drücken muss und dann nimmt man das automatisch auf? Gibt es da irgendwas? Immer weg, die olle Natur! Ehrlich mal! Ist ja ekelhaft. Ich weiß nicht, wie weit ich mit dem Band noch gehen möchte. Aber ich will ja das weiterverarbeiten und ich vermute mal, dass es gar nicht so weit verarbeiten muss. Schauen wir mal. Versuchen wir das mal schnell hier. Ein bisschen mehr Platz vielleicht. So, was können wir hier herstellen? Ah, Zahnräder. Noch mehr Zahnräder. Machen wir klein, ne? Fangen wir mal gemütlich an. Ich weiß nicht, ob das hier lang geht, aber ich vermute mal schon. So. Gut. Dann Grinder-Ding. Grinder-Ding. Dann machen wir hier wieder das nächste Band raus. Raus das Ding. Raus das Ding. So. Okay. Dann machen wir Folgendes. Jetzt kommt der Moment, der interessant wird. Das machen wir weg und das machen wir weg. Der soll wirklich nur einen wegfischen, dass wenigstens ab und zu mal einer hier durchkommt, der hier rein möchte. So. Jetzt produzieren wir die Dinger. Ja, ich würde es gerne. Irgendwie muss das doch funktionieren, das vom Band zu nehmen. Ach, so geht das. Okay, also das funktioniert schon. Wo ist der Giga-Zwerg? Ja, das werden wir alles mit hübsch machen und so. Ja, ihr wisst ja, wie es ist. X? Achso. Der ist Demolition Mode. Construction Mode. Es gibt bestimmt irgendeinen Shortcut, den man drücken muss. Ja, das ist nix. Das T. Naja, okay, bauen wir jetzt erstmal die Sachen, die wir brauchen. Davon fehlen Magneten. Die haben wir ja hier oben in Produktion. Da wussten wir ja noch nicht, wie weit wir gehen wollen. Ich will weit gehen. Es wird zu weit gehen. So. Dann lassen wir mal die Magneten hier produzieren. So. Magneten laufen. Vielleicht. So. Gut. Dann nehmen wir uns die Magneten hier runter. Wenn wir eh schon hier sind. Gut. Okay. Und dann bauen wir die Dinger. 8 Stück können wir schon mal bauen. Dann können wir vielleicht hier nochmal mehr wegnehmen. Dann haben wir den Rest auch noch. Muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, das automatisch einzusammeln. Ich verstehe das nicht. Okay. Okay, dann nochmal weiter welche bauen. Immerhin. So. Die Dinger nehmen wir auch mal mit, weil wir die auch immer brauchen können. So, Forschung ist gleich durch. Yes. So, Research haben wir. Gut, okay, also unser Planet nimmt langsam Formen an. Wir bauen da schon langsam dran rum. Das ist wunderschön, meine Lieben. Okay, jetzt können wir hier Forschungsgebäude bauen. Ich würde sagen, das bauen wir mal irgendwo hin, wie hier oder so an Strand, ja. Wo wäre es schöner, so ein Forschungsteil zu bauen, wenn nicht an Strand? So. Matrix Lab. You can use it to make super matrices or research technologies that require them to unlock. The super matrices are the source code of the center brain for maintaining the home world. You can upload as many super matrices to the center brain as possible. Okay. You can be benefit to unlock more actual world technologies by operating the home world simultaneously. Gut,
Aber wir wissen jetzt, Harald, grüß dich, hi. Wir wissen jetzt, Freunde, dass wir Magnetic Coils brauchen und diese Prozessoren. Ja, das brauchen wir jetzt. Das bedeutet, wir müssen natürlich jetzt auch wieder weiter gucken, was bringt uns was. Mal kurz, dass wir das auch hübsch bauen. Ja, ein bisschen baut das Auge ja mit, ne? Vielleicht nochmal eins frei. So, wir brauchen die Dingers. Da brauchen wir Kupfer auch dafür. Das ist natürlich schwierig, Kupfer hierher zu bringen. Werden wir auch noch rausfinden. Lass uns mal die Forschung schnell anschauen. Es gibt doch hier bestimmt andere Bänder. So Splitterbänder oder solche Geschichten. Hier, Sorters. Ja, das machen wir mal. Und dann, was können wir noch hier machen? Da können wir andere Sachen noch machen. Hier können wir Stahl produzieren. Das ist auch bestimmt toll. Aber da brauchen wir schon Research dazu. Können wir irgendwas anderes vorher ohne Research machen? Hi. Plasma Control. Okay. Ja. Haben wir irgendwelche Upgrades vielleicht noch? Ach, guck mal, Upgrades. Oh ja, unbedingt. Oh nein! Habt ihr gesehen, was das kostet? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Ja, das kann man irgendwie tunen, das kostet nicht viel. Das kann man noch nicht. Inventory. Oh, das müssen wir auf jeden Fall machen. Mehr Kapazität ist gut. Mehr Energie ist aber auch, Freund. Drohnen-Engines ein wenig verbessern. Ja, jetzt geht's rund. Ja, jetzt geht's rund, Chat. So, also hier fangen wir mal an, ein bisschen zu queuen das Ganze. Machen wir hier mal ein bisschen Vollgas, damit die Forschung nicht ausläuft. So. Du kannst beim Platzieren von eckigen Förderbändern die Strecke ändern. Okay, alles klar. Dann müssen wir rausfinden, wie. Aber das finden wir schon irgendwie raus. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Also, die Dingers brauchen erstmal Magnetics. Magneten. Magnetics, ja. Was brauchst du? Magnetics. Hört sich an wie ein Gallier. So, machen wir das mal. Kommt das Zeug da erstmal rein. So. Dann haben wir zumindest schon mal den ersten Ansatz hier. Gibt es einen Befehl, den ganzen Baum zu queuen? Ja, ich hoffe. Ansonsten würde ich es mich traurig machen. Taste R ist um die Eckrichtung. Okay. Cool. Finden wir auch noch raus. So, jetzt pass Obacht. Das mal so. Bisschen mehr Strom werden wir brauchen. Ja, wir kommen schon. Wir pieken auch ab und zu. Ja, okay. Ja, aber ein bisschen mehr Energie ist nicht verkehrt vielleicht. Gerade auf der Geschichte. Wir bringen da jetzt auch schon die Magneten rein. Jetzt brauchen wir Kupfer hier hinten. Lass uns mal Kupfer organisieren. Das ist halt 100 Kilometer weit weg. Das ist jetzt ein bisschen so die Baustelle, ne? Das Kupfer jetzt hier quer rüber zu bringen, aber das ist so ein bisschen... Ich finde das gut. Ich mag das. Bauen wir mal noch 5 davon. Und hier können wir auch mal 5 bauen. Bedienen wir uns erstmal hier am großen Ganzen. Q. Ja. So. Noch ein bisschen was. Hier können wir ein bisschen Holz verballern. Ja, okay. Also bis wir das verbraucht haben, das dauert auch eine Zeit. Gut. Denn... Brauchen wir mehr Förderbänder. Definitiv brauchen wir mehr Förderbänder. Lass mal gleich mal hier herstellen. Gut. Okay. Schauen wir mal, wie wir das mit dem Bauen hinbekommen. Müssen wir dann nochmal abgehen, wenn es soweit ist. Aber da kommen wir doch schon mal sehr grundsolide raus. Lack of Item. Lass mal hier die letzten wegmachen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube nämlich, genau, das geht nämlich. So. Das Bauen dauert eine Zeit, vor allem wenn du so mega lange Sachen bauen willst. So. Lassen wir den mal hier.
hier arbeiten. So, jetzt haben wir hier erstmal zu tun, bis wir das durch haben. So, Empire haben wir auf jeden Fall schon einiges. Das wird ein schönes Förderband. Ich weiß es. Ist ja auch unseres. Ist das schönste von allen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch irgendwann mal was verbrauchen. Markus, moin! Grüß dich, hi! Bumblebee Dwarf on Tour. Ja, hoddy. Ach, klar doch. So, wir brauchen ja wie gesagt noch ein paar hundert Kilometer. Das ist wie Schiene bauen, oder? Ja, ja, läuft genauso. Ich fühl das gerade. Ich schaue also eben auch übelst krass aus. Als Transformer fühle ich mich ganz mächtig. So. Ah, das ist... Ich mag das Eisens 4 Programm. Ich finde es gerade ein richtig angenehm schönes Spiel. Macht mir gerade einfach nur Freude. Sehr schönes Spiel. Also finde ich jetzt so von dem ersten Eindruck. Wie es dann später ist, weiß ich noch nicht. Late Game haben wir noch nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine mega lange Geschichte hier gebaut. Jetzt kommen die ganzen Gupperblättchen. So, lass uns mal vorgehen. Dann gucken wir mal, wie das hier verarbeitet wird. Wenn das natürlich jetzt auch konsequent dann neu, richtig schön bauen können. Naja, gut. Später macht es Gehirnverknotungen. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist aber bei jedem dieser Spiele so. Ich glaube, das ist einfach immer so. Aber ist okay. Leben am Limit, meine Lieben. So, lass uns mal hier bauen. Und zwar... So bauen wir das. Und dann bauen wir das hier. Oh nein, das schaut ja doof aus. Moment. Das muss nochmal weg. So. So. Na also, läuft doch. Huh? Wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist eine Produktion. So. Jetzt müssen wir hier das Zeug reinliefern. Haben wir schon mal einen ersten Teil geschafft. So. Gut, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, wir machen das hier weg. Jetzt hat er aber auch keinen Strom hier, ne? Eieiei. An alles musst du denken. So. Gut. Den ersten Teil haben wir schon. Und jetzt brauchen wir eben diese Boards brauchen wir noch. Die haben wir nämlich noch gar nicht gebaut. Lass mal testweise mal schnell hinstellen, was brauchen die Dinger. Eisen und Kupfer. Jetzt haben wir natürlich Kupfer schon auf dem Weg hier, ne? Aber halt nicht so viel. Und Eisen haben wir theoretisch auch, aber auch nicht so viel. So. Hier kommt zu wenig an. Das müsste, wobei das vielleicht sich auch irgendwann mal zurückstaut, wenn nicht so viel gebraucht wird. Hier hätten wir Eisenplatten. Ich glaube, man kann auch nach oben bauen. Markus, ja, geht sehr stark in die Richtung. Geht sehr stark in die Richtung. Factorio, Satisfactory. Bisschen No Man's Sky. Ist nur in die Richtung. Der Baum muss weg. So. Gut. Lass uns Folgendes tun. Lass uns unsere nächste Produktionsstätte aufbauen. Für die Boards. Da brauchen wir ja ein bisschen. Und zwar, wir bringen ja hier schon alles zusammen. Dann lass uns das auch hier verarbeiten. Bauen wir mal zwei Stück. Sagen dem, wir brauchen die Boards. Die Boards. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier eine Verbindung auch dran. Schön. Passt. Gut.
Jetzt müssen wir gucken, wie kriege ich das jetzt hier? Einen Sorter kann ich hier bauen. Jetzt lass mal gucken, kriege ich den... Oh, nee, warte mal, das ist doof hier. Das muss weg, leider. Wenn ich jetzt hier das so baue, kann ich hier einen Sorter von hier nach da bauen. Ja, das geht, ist ja easy. Da steht die Aussicht auf die Fabriken, natürlich. Das geht ja so überhaupt nicht. So, hier nochmal eine Windmühle ran. So, jetzt wird das Zeug hier rüber geliefert. Hübsch, sehr hübsch. Und sagen wir, es kommt da rein und du kommst da auch rein. Und das machen wir jetzt erstmal weg, weil brauchen wir jetzt erstmal für den Moment nicht. So, erster Teil abgeschlossen. Jetzt kommt der weitaus schwierigere Teil, habe ich so im Eindruck. Und zwar liefern wir jetzt mal von hier hinten. Na toll. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz... Level plus. Ah! Aber das kann ich nicht hier oben drüber bauen, ne? Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht schon. Da muss man eins zurück. So, hier hoch. Da wieder runter. Und dann gehen wir hier so lang. So. Gut, das ist jetzt nicht ganz perfekt so. Habe ich noch, ja. So, und die den Output nehmen wir jetzt auch quasi mit. Nehmen den mit, und zwar, wie machen wir das? Beim Bauen, dass man nicht die untere Band klippt. Okay. Das wollte ich jetzt nicht so. Machen wir das mal so, das reicht dann schon. So. Bevor wir jetzt hier weitermachen, lass uns erstmal den Income hier machen. Da ist nämlich hier schon das Band nach oben raufgegangen. Schön. Das ist schön, wie das hier so überläuft. Oh, schön. Achso, dann muss die untere Ebene dafür nicht. Ja, okay. Naja, gut, das schauen wir uns dann nochmal an. Jetzt im Augenblick. Hauptsache, es geht einfach. Hier staut sich der Kupferanteil schon zurück, aber wir haben auch keine Output-Produktion. Von daher ist das natürlich auch klar, dass das noch nicht so wirklich geil läuft. Wo geht das nicht? Ah, ich habe wieder... Ja, ist ja gut jetzt. So, hier bauen wir auch nochmal ein paar.